Ja, hallo meine lieben GeoLeben-TV-Zuseher und Freunde und solche, die es noch werden wollen. Schön, dass du hier wieder mit dabei bist zu diesem Video. Ja, heute geht es um ein Thema, das mich schon seit Jahren ziemlich interessiert und irgendwie leider aus in der Schublade verschwunden ist. Eigentlich war es schon fertig recherchiert, alles war fertig und irgendwie habe ich es dann nicht weiter verfolgt. Aber jetzt wird es Zeit, endlich damit mal rauszurücken. Ja, es geht um ein Thema von der Sorte, die mit der gängigen schulmedizinischen Meinung einfach mal ziemlich aufräumt oder friedvoll einfach mal ausgedrückt die schulmedizinische Meinung eher widerlegt. Wobei es mir nicht darum geht, hier jetzt als einzige Wahrheit dazustehen, weil die gibt's einfach nicht, sondern eher als eine Möglichkeit, als eine plausible Alternative, die zum Beispiel in dem Buch Die Cholesterinlüge sehr, sehr plausibel dargestellt wird, wo man wirklich auch mal nachdenkt darüber und sagt, okay, ist jetzt das böse Cholesterin wirklich verantwortlich für alle Hirninfarkte, für alle Herzinfarkte, dass es hier andere Meinungen dazu gibt. Da muss man sich auch meine Videos über Strophanten und Natron und Herzinfarkt und Hirninfarkt anschauen. Da merkt man dann, dass zu 80% für Hirn- und Herzinfarkte eine plötzliche Übersäuerung in den gewissen Bereichen zuständig ist und nicht eine von Cholesterin eben verursachte Gefäßverengung bzw. ein Gefäßstau, meine Lieben. Aber ihr wisst ja eh, alles Weitere und Wichtige zu diesem Thema, das böse Cholesterin, ist es wirklich so böse? Und wozu ist es eigentlich da? Weil das ist nämlich unglaublich wichtig, dieses Cholesterin, das erfährst du natürlich wie immer nach dem Intro, meine Lieben. Aber zuerst einfach mal ein paar Fakten über das Cholesterin. Cholesterin ist ein starres, hydrophobes, in Wasser praktisch unlösliches Molekül und ist ein Grundbaustein aller menschlichen und tierischen Organismen. Ja? Das Cholesterin macht beim Erwachsenen mit 100 bis 150 Gramm rund 0,15% des Körpergewichts aus und stammt zum Großteil aus körpereigener Produktion, wozu praktisch alle Körperzellen in der Lage sind. Ja? Weiter ist Cholesterin über den ganzen Organismus verteilt, zu mehr als 90% jedoch befindet sich Cholesterin in unseren Zellen. Im Blutkreislauf zirkulieren bei normalem Cholesterinspiegel um die 200 Milligramm pro Deziliter, also rund 7% unseres Gesamtcholesterins im Körper. Warum der Cholesterinspiegel in den Organen sich auch bei höherem Alter kaum verändert, meine Lieben? Ja, in den meisten Organen liegen Konzentrationen zwischen 2 und 3 Milligramm Cholesterin pro Gramm Körpergewebe vor. Der Organspiegel, und das ist jetzt sehr, sehr wichtig, steigt weder bei stark erhöhtem Cholesterin im Blut noch mit zunehmendem Alter erkennbar an. Es besteht hier also ein dynamisches Gleichgewicht, also die sogenannte Homöostase, die einfach dafür sorgt, dass der Cholesterinspiegel in den Organen nicht ansteigt. Ja? Er reguliert das eben über die Rezeptoren eben bei den Zellen. Die sorgen dafür, dass hier einfach nicht mehr hineinkommen kann an Cholesterin, auch wenn eine Erhöhung im Blut ist, kommt in die Organe einfach nicht mehr rein. Ja? Es wird, wenn nötig, einfach selbst Cholesterin hergestellt, wenn man mehr braucht. Und diese Homöostase sorgt auch dafür, wenn überschüssiges Cholesterin da ist, dann wird das einfach eliminiert. Also es ist, wie gesagt, nicht möglich, dass zu viel Cholesterin in den Organen eben vorherrscht. Hier gibt es eine kleine Ausnahme, da kommen wir aber dann noch hin. Ja, meine Lieben, das böse Cholesterin entwickelte sich in den letzten Jahrzehnten ja zum Hauptschuldigen bei Gefäßerkrankungen aller Art. Herzinfarkt und ähnliche Krankheiten sollen vorwiegend auf die Kappe, auf die Schuld des bösen Cholesterins gehen. Dazu ist es aber wichtig zu wissen, was Cholesterin eigentlich ist und wozu es der Körper überhaupt braucht. Es gibt kein gutes und es gibt auch in Wahrheit kein schlechtes Cholesterin. Also was denn nun? Ja? Es gibt aber zwei aus Eiweiß bestehende Transportkörper des Cholesterins. Genau, es gibt zwei bestehende Transportkörper des Cholesterins und das erstens
Der erste ist eben, da haben wir das weniger benötigte HDL, also Lipoprotein, zum Transport des mit der Nahrung aufgenommenen und des freien Cholesterins für die Leber, welches die Leber im Wesentlichen zur Bildung von Gallensäuren benötigt, also ein Transportkörper. Und das zweite eben, das LDL, Lipoprotein, ja, mit der Aufgabe, das von der Leber produzierte Cholesterin, das sind 80%, täglich den Billiardenzellen zuzuführen, damit diese ihre Aufgaben für den menschlichen Körper erfüllen können. Also LDL und HDL sind Transportkörper und nicht das Cholesterin selber. Ja. Der LDL-Lipoprotein-Cholesterin-Komplex, also sehr, sehr umfangreich ausgedrückt und fälschlicherweise eben LDL-Cholesterin genannt, ist für die Funktion aller Zellen und die Entwicklung fast der gesamten Zellstoffwechsel regulierenden Steroidhormone erforderlich. Zum Beispiel eben ist Cholesterin die Grundsubstanz für das Steroidhormon Cortisol. Ja? Das ist ein ganz, ganz wichtiges Stresshormon. Dabei ist die wichtigste Bedeutung von Cortisol die Aktivierung der energetischen Substanzen Glucose und eben dem Mineral Kalium, die unsere gesamten geistigen und körperlichen Tätigkeiten eben steuern. Ganz, ganz wichtig. Ja, Cortisol ist ein wirkungsvolles Antiallergikum. Ja, und Cholesterin ist die Grundsubstanz der weiblichen und männlichen Sexualhormone, meine Lieben. Cholesterin ist die Grundsubstanz der Gallensäuren, die die Fettverdauung und den Stuhlgang regulieren. Cholesterin ist die Grundsubstanz des Vitamin D. Cholesterin ist die Grundsubstanz für die Mitochondrien und die Membranen der Billiardzellen, wodurch spezifische Funktionen aller Organe sichergestellt werden. Also unglaublich wichtig. Ja, Cholesterin hat eine unglaublich wichtige Aufgabe und wir versuchen es ständig noch weiter unten zu halten, noch weiter unten zu halten. Ja, also meine Lieben, das ist ganz schön, da ist ganz schön viel los mit Cholesterin. Im wichtigen und positiven Sinne natürlich. Ja. Doch wo es bezüglich Cholesterin und zwar mit der Unterversorgung problematisch werden könnte, das schauen wir uns jetzt einfach auch nochmal an. Und natürlich ist das kein Freibrief, um ungesundeste Nahrung tagtäglich hineinzuhauen. Das ist natürlich auch ganz klar. Das ist hier kein Freibrief. Aber ihr solltet einfach mal sehen, wozu Cholesterin hier einfach wirklich gebraucht wird. Und zwar hier, wo es ein Problem geben kann, zwar bei der angeborenen Hypercholesterinanämie. Ja, das ist eine Krankheit, die weder mit der Cholesterinproduktion noch mit der Cholesterinaufnahme durch die Nahrung etwas zu tun hat. Also wenn man das hat, dann verändert auch irgendwie die Nahrung, also es hat mit der Nahrungsaufnahme zu viel einfach nichts zu tun. Sie besteht in einer Fehlanlage, also diese Krankheit besteht in einer Fehlanlage der Zellen, die an einem Rezeptormangel für den LDL-Lipoprotein-Cholesterinkomplex leiden. Ja, die Zellen sind eben also nicht in der Lage, den Komplex aufzunehmen und dadurch ausreichend Cholesterin für die Zellen aufzunehmen. Das ist das Problem. Also Zellen haben zu wenig Rezeptoren, um eben diesen LDL-Komplex aufzunehmen. Haben wir zu wenig Cholesterin in den Zellen, dafür bleibt dieses Cholesterin dann eben im Blutspiegel drin, weil die Leber ja deswegen nicht aufhört, das Cholesterin zu produzieren. Und dann hat man eben Werte von 400 bis 1000 Milligramm pro Deziliter im Blut erreicht. Und das ist dann das Problem, ja? Weil eben dann zu wenig Cholesterin in den Zellen ist. Und die Zellen bleiben also Cholesterin unterversorgt und können dadurch leichter an Krebs entarten und der ständig steigende Spiegel im Blut führt eben dann auch zu oder kann eben zu knotigen Ablagerungen in den Organen führen, was dann natürlich auch nicht super gesund ist. Ja. Diese Menschen, die, ja, und das ist dann halt das Traurige dran, diese Menschen, wenn die diese Krankheit eben haben, dass die Rezeptoren hier das Cholesterin zu wenig oder gar nicht aufnehmen können, diese Menschen sterben eher nicht an Herzkrankheiten,
Infarkten und Schlaganfällen, sondern durch die Funktionseinschränkung der Cholesterin-infiltrierten Organe und ausgedehnter Krebsentwicklung infolge einfach der Unterversorgung der Zellen mit Cholesterin, weil wir ja, wie wir vorher gehört haben und das auch nur ein kurzer Auszug war, wie wichtig Cholesterin für unseren Organismus ist, und wenn das Cholesterin dann in den Zellen einfach abgeht, dann ist das aus Sicht dieses Buches der Cholesterinlüge die Hauptursache, warum Menschen sterben und nicht in erster Linie an Gefäßverengung, Herzinfarkt, Gehirninfarkt und so weiter und so fort. Also meine Freunde, so viel zum bösen Cholesterin, welches immer gern für Herz- und Hirninfarkt und andere gefäßverengende Symptome verantwortlich gemacht wird. Es gibt einfach auch immer wieder andere Erklärungen und Meinungen und auch Studien, die es wie auch in diesem Falle wert sind, erwähnt zu sehen. Die Informationen habe ich vorwiegend aus dem Buch Die Cholesterinlüge. Ist es unglaublich wert, dieses Büchlein oder dieses Buch zu lesen, und natürlich auch weitere Quellen im Internet eben. Ja, meine Lieben, das war's zu diesem Thema. Ich freue mich von euch über eure Meinungen zu diesem Thema, über viele, viele Daumen hoch. Schreibt mir Kommentare hinein. Ihr wisst, das ist unglaublich wichtig. Lasst mir eure Meinung da genau. Schaut in meine Infobox zu meinen empfohlenen Produkten und abonniert meinen Kanal, drückt die Glocke Bimmelim, damit ihr über jedes Video, das hochgeladen wird, informiert werdet, meine Lieben. Also, das Wichtigste wisst ihr sowieso, bleibt gesund, und wenn es noch nicht seid, dann werdet es auf jeden Fall, weil das ist das Wichtigste. Wir sehen uns, ich habe euch lieb, ciao, tschüss und servus beim nächsten Video. Servus.